Wir kommen zu einem nächsten rechtlichen Block in deiner Jugendleiterausbildung. Und zwar geht es ums Thema Sexualstrafrecht. Sexualität, das begegnet uns tagtäglich im Alltag, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. Bei Kindern und Jugendlichen wird das Thema Sexualität spätestens dann wichtig und interessant, wenn sie die ersten körperlichen Veränderungen in der Pubertät erleben. Und wahrscheinlich auch zum Thema, wenn sie die ersten Liebesbeziehungen haben. Auch in der Jugendarbeit kommt deshalb Sexualität vor. Und darum rentiert sich auch ein Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die es dazu gibt. Das Sexualstrafrecht findet man im Strafgesetzbuch ab dem Paragraph 174. Ganz allgemein dient das Sexualstrafrecht dem Schutz der individuellen sexuellen Selbstbestimmung. Und wie das jetzt in der Jugendarbeit ausschaut, das folgt jetzt. Wie schon gesagt, die eigene Sexualität ist für Jugendliche ein wichtiges Thema. Und der Umgang mit der eigenen Sexualität ist eine wichtige und sicherlich nicht immer leichte Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen. Jetzt wissen wir aus dem Block Aufsichtspflicht, dass der Bereich der Sexualerziehung zum Tortenstück Erziehung gehört. Und dafür liegt die Verantwortung erst einmal bei den Eltern. Aber was machst du, wenn es in deiner Gruppe plötzlich ein Pärchen gibt und Sexualität dort auch zum Thema wird? Oder wenn ein Jugendlicher, ein junger Bursch oder ein junges Mädel, zu dir kommt mit einer ganz konkreten Frage, wo es um Sexualität geht. Dann bist du gefragt. Und zwar zum einen als Vertrauensperson, und zum anderen aber auch mit einem sehr guten und feinen Gespür dafür, was es in der Situation braucht, was es an Auskunft und auch an Informationen braucht. Was will jetzt das Sexualstrafrecht im Kinder- und Jugendbereich? Das oberste Ziel des Sexualstrafrechts ist es, dass Kinder und Jugendliche ihre Sexualität unbeeinflusst entwickeln können. Dass Kinder und Jugendliche ihre Sexualität unbeeinflusst entwickeln können. Das heißt, wenn du als Aufsichtspflichtiger die Verantwortung für deine Kids oder für deine Jugendlichen hast, dann ist es dein Job, dass das auch gewährleistet wird. Es sollte also auch das Ziel, dein Ziel als Gruppenleiter sein. Nachdem es sich ja um eine Entwicklung handelt, hat der Gesetzgeber hier je nach Alter verschiedene, sagen wir mal, Schutzstufen eingezogen. In allen Altersstufen taucht aber immer ein Begriff auf, und zwar der Begriff der sexuellen Handlungen. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Zu den sexuellen Handlungen, wie sie der Gesetzgeber beschreibt, zählen der Zungenkuss, Petting, das gegenseitige oder einer anderen oder einem Dritten gezeigten Masturbieren, das Entblößen von Geschlechtsteilen und das Betasten von Geschlechtsteilen, auch über der Kleidung. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu den Altersstufen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, die genießen einen sehr umfassenden Schutz. Nach dem Paragraph 176 im Strafgesetzbuch macht sich jeder und jede strafbar, der oder die mit einem Kind eine sexuelle Handlung vollzieht oder das Kind zwingt, mit einer oder einem Dritten die sexuelle Handlung zu vollziehen. Außerdem ist es strafbar, sexuelle Handlungen vor einem Kind vorzunehmen oder dem Kind pornografische Abbildungen vorzuführen. Damit sind Fotos, Videos, Computerspiele und so weiter gemeint. In der Zeitspanne zwischen 14 und 16 Jahren sollen Kinder und Jugendliche gesetzlich geschützt werden, indem das Vorschubleisten von sexuellen Handlungen durch Vermitteln und das Gewähren und Verschaffen von Gelegenheiten unter Strafe gestellt werden. Was heißt das jetzt? Klingt ein bisschen kompliziert. Vermittlung bedeutet, dass ein eigentlich Unbeteiligter versucht, eine zu schützende Person, also einen Jugendlichen, eine Jugendliche zwischen 14 und 16, zu verkuppeln
sodass dabei ein sexueller Kontakt irgendwie klar absehbar ist. Wenn du als Gruppenleiter also hergehst und, sagen wir mal, ein 15-jähriges Mädchen aufforderst, sich an einen Jungen ranzuschmeißen, von dem du weißt, dass er schon lange ein Auge auf sie geworfen hat, dann ist das strafbar, wenn es zu einer sexuellen Handlung kommt. Unter Verschaffen von Gelegenheiten versteht der Gesetzgeber vor allem oder unter anderem das Überlassen von Räumlichkeiten mit dem Wissen, dass es dort zu sexuellen Handlungen kommt. Also wenn du auf der Freizeit zum Beispiel bist und du hast dort ein Pärchen mit dabei, bei dem eine Person unter 16 ist und du überlässt ihnen mal dein Leiterzimmer für 1-2 Stunden, damit sie sich ungestört, dass wir ungestört dort sind, dann machst du dich dort strafbar, wenn es zu sexuellen Handlungen kommt. Übrigens macht man sich auch strafbar, wenn man durch Unterlassung Vorschub leistet. Auch das klingt ein bisschen komplex, aber an einem Beispiel erklärt, wenn du im Lager ein Pärchen beim Liebesspiel siehst, entdeckst, im Zelt oder in einem Zimmer, und wenn du dann nicht eingreifst, dann hast du auch ein Problem, weil auch das strafbar ist. Du hast etwas unterlassen und leistest dadurch Vorschub. Darum ist es auch so wichtig, dass man bei Übernachtungen in Häusern immer gut drauf schaut, dass es geschlechtergetrennte Zimmer gibt zum einen und auch, dass die Waschbereiche geschlechtergetrennt sind. Wenn das vor Ort mal nicht möglich ist, dann muss man immer gut schauen, gut kontrollieren, dass es nicht irgendwo zu sexuellen Handlungen kommt. Das Kontrollieren, das musst du sicherlich auch machen, wenn du die Zimmer getrennt hast, weil nicht immer gibt es Hetero-Beziehungen, es gibt auch homosexuelle Beziehungen und auch da muss man einfach drauf schauen, ob dort sexuelle Handlungen vorkommen und wie die dann in den gesetzlichen Rahmen fallen. Wir gehen einen Schritt weiter. Jugendliche unter 18, also Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die werden nicht mehr ganz so stark geschützt. Meistens sind sie einfach in ihrer sexuellen Entwicklung dann doch auch schon recht weit. Und der Gesetzgeber stellt dann nur einige wenige Fälle von sexuellen Handlungen mit jungen Leuten unter 18 unter Strafe. Bestraft werden da vor allem sexuelle Handlungen gegen Entgelt. Also wenn es zum Beispiel für eine sexuelle Handlung eine Gegenleistung gibt, in Form von Geld, von Geschenken, Gefälligkeiten oder Ähnlichem. Das alles ist in dem Bereich strafbar. Ganz grundsätzlich ist es so, dass deine sexuellen Interessen in der Jugendarbeit eigentlich erstmal nichts verloren haben. Deine Jugendlichen, die stehen zu dir in einem Obhutsverhältnis. Du bist für ihr körperliches und für ihr seelisches Wohl verantwortlich. Sexuelle Handlungen eines Jugendleiters mit Teilnehmerinnen unter 16 Jahren sind vom Gesetzgeber ganz grundsätzlich verboten. Wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer jetzt 16 oder 17 ist, dann ist die Situation ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Sowohl für dich selbst, aber auch für Juristen. Eine sexuelle Handlung mit Jugendlichen in dieser Altersstufe ist dann verboten, wenn du deine Rolle als Gruppenleiter ausgenutzt hast. Die Teilnehmer haben ein Obhutsverhältnis zu dir, beziehungsweise auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Wenn du jetzt zum Beispiel einer Person für einen Zungenkuss anbietest, dass sie 2 Tage nicht in der Küche helfen muss, dann ist es klar, dass du dich da strafbar machst. Aber natürlich ist dieses Beispiel ein bisschen dämlich und die Situation meistens ziemlich komplex. Also wenn du in die Situation kommst, dass du dich in eine 16-, 17-jährige Teilnehmerin oder in einen Teilnehmer in dem Alterssegment verliebst, dann wird es auch rechtlich ein bisschen kompliziert. Du musst dir dann für dich immer überlegen, wie wäre das jetzt, wenn wir uns nicht aus der Jugendarbeit kennen würden? Hättet ihr euch dann auch kennengelernt? Hättet ihr euch auch verliebt? Oder ist es vielleicht so, dass der oder die sich von dir als Gruppenleiter auch ein bisschen was erhofft, gewisse Vorteile erhofft in der Gruppe? Hast du vielleicht auch deine Macht ein kleines bisschen ausgenutzt? Diese Fragen musst du dir stellen, damit du rechtlich nicht irgendwie Probleme bekommst. Kinder und Jugendliche sollen sich in ihrer Sexualität unbeeinflusst entwickeln können. Das ist auf der einen Seite Ziel des Strafgesetzbuches und auf der anderen Seite, finde ich, ist es ein sehr klarer Auftrag auch an die Jugendarbeit. Denn wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche einen sicheren Rahmen haben, in dem sie sich einfach sehr, sehr gut entwickeln können.
Das Thema Sexualstrafrecht ist definitiv eines, das in der Jugendarbeit wichtig ist. Wie immer gibt es alle Inhalte hier nachzulesen, im Juleika-Heft, in dem Handbuch und dann rechts. Viel Spaß dabei.